Halten Sie den Mund! Hören Sie das an! Sie müssen mich genau zuhören! Wenn die 2299 muss identifiziert werden, sonst sterben noch mehr! Sie müssen mir helfen! Bitte! Scheiße! Drei Schüsse in den Rücken. Gut möglich, dass er auf der Flucht erschossen wurde. Wahrscheinlich von dort hinten. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Kugeln ihn im vollen Lauf erwischt haben. Er hatte dann natürlich keine Chance. Guck mal, Doc. Die sehen aus wie Knast-Tattoos. Vielleicht ein Ex-Häftling. Ja. Alles klar, Alex? Ich kenne ihn. Was? Das ist ein Kollege vom BKA. Wir waren mal zusammen auf einer Fortbildung. Kollegen, die Zeugin wäre jetzt soweit. Alles klar. Hallo. Wir sind von der Kripo Rietz. Mein Kollege Ritter. Hallo, Daniela Barens. Können Sie uns denn erzählen, was sich hier abgespielt hat? Ja, also ich bin hier runtergekommen und wollte mein Auto holen. Und da ist er ganz plötzlich angerannt gekommen und hat mich angeschrien. Ich bin total erschrocken. Weggerannt? Ist er vor jemandem geflohen? Ja, da war dieses Auto. Was denn für ein Auto? Haben Sie sich das Kennzeichen gemerkt? Den Fahrzeugtyp? Kombi? Limousine? Tut mir leid, das ging alles so schnell. Aber ein großes, dunkles Auto war es. Okay. Sie haben gesagt, der Mann hat Sie angeschrien. Was hat er denn gesagt? Das war seltsam. Er hat gesagt, eine Wendy 2299 muss identifiziert werden. Sonst werden noch mehr sterben. Wer denn noch? Das hat er nicht gesagt. Okay. Aber mit dem Namen sind Sie sich ganz sicher? Wendy 2299, ganz sicher. Darf ich jetzt gehen? Ja. Hier ist meine Karte. Sie können jederzeit anrufen. Und der Kollege wird Sie gleich nach Hause bringen. Wendy 2299, was soll denn das? Keine Ahnung. Hört sich an wie ein Chatname oder irgend sowas. Ja, stimmt. Könnte sein. Das hat auf jeden Fall mit dem Mord zu tun. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt müssen wir erstmal das BKA informieren. Schön, dass Sie so schnell Zeit gefunden haben. Danke. Ja, das BKA ist in größter Sorge, seit schon wieder einer unserer verdeckten Ermittler im Dienst ermordet wurde. Wir müssen jetzt verstärkt zusammenarbeiten. Was heißt denn schon wieder einer? Innerhalb der letzten Monate sind mehrere unserer Mitarbeiter im verdeckten Dienst aufgeflogen und zu Tode gekommen. Und über wie viele Kollegen reden wir da? 5 insgesamt, die gestern mit inbegriffen. Oh mein Gott. Ja, es scheint so, als hätten wir einen Leck im BKA. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Mord außerhalb des Bundeskriminalamtes aufklären. Verstehe. Woran hat denn der Kollege zuletzt gearbeitet? Er hatte sich in einen Frauenhändlerring eingeschleust. Können Sie uns nähere Informationen dazu geben? Der Drahtzieher des Ganzen heißt Adolf Mutzke. Er betreibt ein Bordell am Stadtrand. Und könnte dieser Mutzke was mit seinem Tod zu tun haben? Zutrauen würde ich ihm. Er schleust Frauen von Osteuropa nach Deutschland und zwingt sie hier zur Prostitution. Das konnten wir ihm leider nie nachweisen. Ja, und diese anderen Morde? Könnte es sein, dass Mutzke da auch mit drin steckt? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Alle getöteten Beamten waren in unterschiedlichen Milieus tätig. Und was ist mit dem Namen Wendy 2299? Sagt mir leider nichts. Und meinen Kollegen auch nicht. Gut, Leute, wir fangen ja den Bordell an. Alibis checken und so weiter. Ja, ich fahre gleich aber erstmal zur Ehefrau des Toten. Vielleicht bringt das ja was. Ja. Okay, das Bordell übernehmen Robert und ich. Wir sehen. Wohlhaus? Scheiße. Wir haben zu. Aber doch nicht für die Kripo. Schönen guten Tag, meine Herren.
Das ist mein Name, mein Kollege Ritter. Und was können wir für Sie tun? Kennen Sie diesen Mann hier? Das ist mein Barmann. War mein Barmann. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, weshalb er nicht zur Arbeit gekommen ist. Besonders schockiert scheinen Sie ja nicht zu sein. Warum soll ich denn da schockiert sein? Der Kerl hat noch nicht lange hier gearbeitet. Was ist ihm denn passiert? Er wurde ermordet. Ui. Wo waren Sie drei denn gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr? Also, ab 20 Uhr haben wir Karten gespielt, hier bei Stefan in der Bude und bis zum frühen Morgen. Und dann sind wir hier umgezogen. Kann das jemand bestätigen? Außer Sie drei natürlich. Nö. Ah doch. Gegen 21:30 haben wir Pizzen bestellt bei Don Alfo. Aber sagen Sie mir ehrlich, Sie glauben doch nicht, dass wir was mit der Sache zu tun haben, oder? Das wird sich noch herausstellen. Auf jeden Fall werden wir Ihre Alibis überprüfen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Auf Wiedersehen. Gutes Spiel noch. Wir haben gerade mit dem Pizzaboten gesprochen. Der hat das Alibi von dem Bordellbesitzer und seinen beiden Kumpels bestätigt. Ja, aber so eine Pizza ist schnell bestellt. Und wer sagt uns, dass zum Zeitpunkt der Lieferung alle drei in der Wohnung waren? Der Lieferant wurde nicht in die Wohnung gelassen. Er hat nur einen Typen gesehen. Na ja, gut, das sind alles nur Indizien. Also für einen Haftbefehl wird es nicht reichen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Gott sei Dank haben wir noch eine andere Spur. Aha, welche? Die Kollegen von der Technik haben herausgefunden, dass dieser Chatname, den der Ermordete der Zeugin gegeben hat. Diese Wendy 2299. Ganz genau. Dieser Name ist vor wenigen Minuten online gegangen, in einem Internetcafé in der Innenstadt. Wir wollten gerade dorthin fahren. Wir melden uns wieder, Herr Staatsanwalt. Wiederhören. Wiederhören. Ich habe mir unseren Täter irgendwie anders vorgestellt. Ich mir auch. Weg von der Tastatur! Kommen Sie! Verdammt nochmal! Sie hat sich ausgelockt. Wer sind Sie denn überhaupt? Wir sind von der Kriminalpolizei. Mit wem haben Sie gechattet? Das bekommen wir noch raus. Soll ich mal erfahren, was der ganze Scheiß hier soll? Ja. Sie sind vorläufig festgenommen. Wieso das denn? Ich habe doch niemandem was getan. Was wirft man mir denn vor? Beihilfe zum Mord. Abmarsch. So ein Schwachsinn. Ich habe niemanden umgebracht. Und den hier, den kenne ich ja nicht mal. Vielleicht nicht persönlich. Aber wir glauben, dass Sie Identitäten von verdeckten Ermittlern verkaufen. So etwas würde ich nie tun. Könnte ich auch gar nicht. Ach nein. Und was sind das hier für Codes, die wir in Ihrer Tasche gefunden haben? Gekritze, es ist völlig bedeutungslos. Das sind nicht zufällig verschlüsselte Vor- und Zunamen von BKA-Beamten? Also Sie haben echt eine blühende Fantasie, Herr Kommissar. Ich glaube, Sie finden das noch lustig, oder? Meine Kollegen sprechen in diesem Augenblick gerade mit dem Betreiber des Chats. Und wir werden sicherlich erfahren, mit wem Sie gechattet und was Sie verkauft haben. Ich habe an niemanden irgendetwas verkauft. Ich habe im Internet mit einem Typen geflirtet, das ist alles. Klar, und deswegen haben Sie sich auch sofort ausgelockt, als meine Kollegen dort aufgetaucht sind, ja? Naja, wissen Sie, das war nicht ganz jugendfrei. Sie verstehen schon. Ich verstehe schon. Ich verstehe aber auch, dass Sie eine große Kriminalakte haben. Sie haben gesessen wegen Betruges und Internetkriminalität. Jugendsünden. Ich sag jetzt trotzdem kein Wort mehr ohne meinen Anwalt. Gut. Wie Sie wollen, Robert. Kommen Sie. Bitte. Sie hat mit jemandem namens Snake666 gechattet. Snake666? Was ist denn das für ein Typ, Mann? Wissen wir, worum es ging in dem Chat? Ja, die Hackerin hat den Code übermittelt und wollte ihnen später eine Software verkaufen, um die Code zu knacken, die wir bei ihr gefunden haben. So. Das heißt, der Typ hat schon den Namen. Kann sie noch nicht lesen? Ja, vermutlich. Das BKA ist schon informiert, aber die kann natürlich nicht jeden Beamten aus den verdeckten Ermittlungen abziehen. Ja, schon klar. Sie hat sich immer in demselben Internetcafé eingeloggt. Am besten, ich fahre da mal hin und versuche mit dem Snake Kontakt aufzunehmen. Das macht Alex schon. Was denn? Ihr habt sie da alleine hinfahren lassen? Ja, ist ja auch nur ein Chat. Wahrscheinlich loggt sie sich jetzt gerade mit dem Pseudonym der Hackerin ein. So, Snake. Hier ist deine Wendy.
Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Wendy 2299 nehme ich an. Wer sind Sie? Wir arbeiten für einen Geschäftspartner. Snake 666. Wie kommen Sie darauf, dass ich Wendy bin? Naja, wir wissen, dass Wendy hier online ist. Und außer Ihnen sehe ich hier niemanden. Naja, nehmen wir mal an, ich bin Wendy. Was dann? Snake 666 hat das ganze Geschäft übers Internet satt. Er will Sie persönlich kennenlernen. Ja, also ich gehe jetzt nirgends hin. Dann soll er hierher kommen. Unser Auftrag lautet, Sie mitzunehmen. Der Boss will, dass Sie von jetzt ab unter seiner Aufsicht arbeiten. Ja, dann schreiben Sie mir bitte die Adresse auf. Ich habe hier noch was zu tun. Jetzt pass mal auf, Püppchen. Entweder du kommst jetzt sofort mit oder deine zarten Fingerchen werden nie wieder so flink über die Tastatur flitzen. Capisce? Hast du ein Handy? Was soll denn das? Das Ding bleibt schön hier. Nicht, dass du noch auf dumme Gedanken kommst. Darf ich wenigstens erfahren, wo es hingeht? Du wirst dich wohlfühlen. Dort, wo wir hinfahren, bist du unter deinesgleichen.